Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Museums. Herzlich willkommen in der neuen Dauerausstellung Foto und Film. Mein Name ist Stefanie Duffus. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Sammlung Foto und Film hier im Haus und habe mich in den vergangenen Jahren im Zuge der Generalsanierung unseres Hauses mit der Aktualisierung dieser Dauerausstellung beschäftigt. Heute begrüße ich Fabian hier in der nun fertigen Ausstellung und möchte sie gerne mit ihm gemeinsam ansehen. Hallo Fabian. Ja, hallo Stefanie. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Bin schon sehr gespannt, was wir gleich alles entdecken werden. Und wir sind ja gerade schon diese sehr beeindruckende Vitrine entlang gelaufen. Vielleicht kannst du uns da mal ein paar besondere Exemplare draus zeigen. Gibt es vielleicht auch sowas wie die erste Kamera? Ja, sehr gerne. Bevor wir uns aber nun die ersten Exponate anschauen, möchte ich vorweg einige grundlegende Dinge zur Fotografie sagen. Denn die Fotografie beruht eigentlich immer auf zwei Säulen. Wir haben zum einen die Fotokameras und auf der anderen Seite die Fotochemie. Und beides muss ineinander spielen, damit Fotografien entstehen können. Und dieses Grundprinzip müssen wir uns auch im Kopf behalten, wenn wir uns mit der Geschichte der Fotografie und ihren Entwicklungssprüngen beschäftigen. Da es sowohl Verbesserungen immer in der Kameratechnik wie auch im chemischen Verfahren gab. Und wenn wir uns nun mit der Frage nach der ersten Kamera der Geschichte beschäftigen, müssen wir wirklich einen sehr großen Sprung zurückmachen, nämlich bis in die Antike. Damals wurde nämlich das Prinzip der sogenannten Camera Obscura entwickelt. Und wie der lateinische Begriff vielleicht vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen dunklen Raum. Also es war wirklich ein architektonischer Raum, ein Zimmer. Es war ein fensterloser Raum und an der einen Außenwand befand sich ein ganz kleines Loch. Und auf der gegenüberliegenden Wand zeigte sich schließlich auf fast ja, wundersame Weise das Bild der Szenerie vor diesem Raum. Und das Bild stand auf dem Kopf und war seitenverkehrt. Und das rührt daher, dass das Licht, das von außen durch dieses kleine Loch dringt, in dem Loch gebündelt wird und dadurch die Lichtstrahlen, die beispielsweise von oben rechts kommen, sich innerhalb des Raumes dann unten links fortsetzten. Und dort zeigte sich dann schließlich an der Wand eben genau das Bild, das sich vor dem Raum befunden hat. Ja, sehr interessant, dass man in die ersten Kameras sogar einsteigen konnte. Jetzt sind sie ja doch etwas kompakter geworden mit der Zeit. Was waren denn dann so die nächsten Schritte? Genau, also von diesem architektonischen Raum, so praktisch er auch war, da man ihn ja begehen konnte, kam man dann irgendwann weg und zwar so im Verlauf des 17. Jahrhunderts, denn man erkannte natürlich das große Potenzial, dass man diese sogenannten Camera Obscura auch zum Beispiel für Zeichnungen benutzen konnte. Das heißt, man begann das Prinzip auf hölzerne Kästen zu übertragen. Das Problem bestand nun darin, dass man diesen hölzernen Kasten natürlich nicht mehr begehen konnte, so dass man sich eines Spiegels bedienen musste. Der Spiegel wurde um ungefähr 45 Grad Winkel in die Camera Obscura eingebaut, so dass das Licht, das durch das Loch in die Kamera eingedrungen ist, sich auf dem Spiegel reflektierte, nach oben strahlte und auf einer horizontal liegenden Mattscheibe konnten schließlich die Betrachterinnen und Betrachter dann das Bild erkennen. Und wir haben hier in der Ausstellung das Glück, eine solche Camera Obscura, die man als Zeichenhilfe benutzt hat, ausstellen zu können. Dieses Exponat stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und wurde vom Augsburger Instrumentenbauer Georg Friedrich Brandner gebaut. Vielleicht schauen wir uns einfach das Exponat einmal genauer an. Und zwar ganz oben befindet sich das sogenannte Zeichenpult. Wir erkennen vorne eine Schauöffnung. Durch diese konnte der Zeichner oder die Zeichnerin ungefähr erahnen, welches Bild sich dann auch in der Kamera zeigt, also ähnlich einem Sucher der heutigen Kameras. Dann unten befinden sich zwei hölzerne Kästen, die man auch zueinander verschieben konnte und dadurch den Bildausschnitt zu bestimmen. Und ganz vorne haben wir eine Linse. Diese setzte man auch ungefähr ab dem 17. Jahrhundert in die Camera Obscura ein, um einfach das Licht besser zu bündeln und dadurch ein besseres Abbild zu generieren. Jetzt haben wir zwar schon eine Kamera, aber würden jetzt auch gerne mal nicht nur zeichnen, sondern auch wirklich Fotos machen. Was hat denn dazu noch gefehlt? Genau, also fotografieren konnte man damals noch nicht, denn wie ich ja bereits gesagt habe, brauchte es neben der Kamera immer noch die Fotochemie. Und wie das funktionierte, das können wir uns hier in der Ausstellung gleich auf der gegenüberliegenden Seite der Vitrine anschauen. Und da würde ich vorschlagen, schauen wir mal gemeinsam hin. Ja.
Genau, also kommen wir zur Photochemie, eben dem zweiten Baustein, den es brauchte, damit man Fotografien dann schließlich auch herstellen konnte. Und die ersten Versuche, das Bild in der Kamera Obscura chemisch aufzunehmen und auch zu fixieren, begannen bereits im 17. Jahrhundert. Und eigentlich erst mal durch einen puren Zufall, als nämlich der Arzt Johann Heinrich Schulze erkannte, dass Silbersalze auf Licht reagieren und sich verfärben. Und dementsprechend war das der erste Baustein eigentlich gefunden, dass man zumindest ein Bild aufnehmen konnte. Das Problem bestand aber noch darin, dass man es nicht fixieren konnte. Das heißt, sobald man ein mit Silbersalzen präpariertes und belichtetes Bild aus der Kamera entfernt hat, verfärbte es sich automatisch weiter und das Bild blieb nicht erhalten. Es war flüchtig. Und daher setzten die Experimente, wirklich Fotografien zu fixieren, im 17. Jahrhundert setzten sich fort, über das gesamte 18. Jahrhundert. Und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelang es dann schließlich, wirkliche praktikable Verfahren zu entwickeln. Und die beiden als gemeinhin als Pioniere der Fotografie bezeichneten Menschen waren dabei in England Henry Fox Talbot mit seiner sogenannten Calotypie und in Frankreich Daguerre mit der nach ihm benannten Daguerreotypie. Das waren die beiden ersten funktionierenden Fotoverfahren. Aber das Kameraprinzip der beiden war immer noch Kamera Obscura. Ja, absolut richtig, genau. Also an der Kamera Obscura, wie man sie kannte, hielt man eigentlich fest und hält man eigentlich auch immer noch fest. Also jede Kamera beruht auf dem Prinzip der Kamera Obscura. Und das sehen wir eigentlich auch ganz schön, wenn wir uns jetzt einmal die erste Kamera, Fotokamera weltweit ansehen, nämlich die von Daguerre selbst, die auf den ersten Blick eigentlich sich von einer Kamera Obscura gar nicht so sehr unterscheidet, würde ich sagen. Aber was war dann konkret der Unterschied? Also wie hat man die chemischen Verfahren, die man dann hatte, auch wirklich umgesetzt in der Kamera? Wie hat man sie eingebaut? Genau, das ist eine gute Frage. Also vom äußeren Erscheinungsbild ähnelt diese Kamera sehr den vorhergehenden. Der große Unterschied besteht darin, dass man die Mattscheibe, auf der sich ja das Bild zeigt, durch eine lichtempfindliche Platte ersetzen konnte. Das heißt, man konnte die Mattscheibe aus der Kamera herausziehen und das vorbereitete, präparierte Negativ konnte man in die Kamera hineinschieben. Das passierte natürlich in der Dunkelkammer, damit nicht bereits zuvor Licht auf die präparierte Platte fiel und erst dann konnte man zum Fotografieren schreiten. Und war die dann auch schon auf dem Markt erhältlich? Genau, die war schon auf dem Markt erhältlich. Also im Januar 1839 stellte Daguerre sein Verfahren vor der Akademie der Wissenschaften vor und erst im August dann schließlich auch der breiten Öffentlichkeit. Und augenblicklich nach dieser Vorstellung, am 5. August 1839, kam dann diese Kamera auf den Markt. Sie wurde eben von ihm konzipiert und von seinem, ich glaube, Cousin Giraud gebaut. Und man erkennt auch an der Seitenwand ein ovales Etikett, auf dem Daguerre unterschrieben hat und sich auch der Name Giraud befindet. Also ist eigentlich ein sehr großes Qualitätsmerkmal. Und diese Kamera war sofort auch international gefragt. Also es war eine große Nachfrage. Und wir haben hier das große Glück, die eigentlich einzige noch in Deutschland erhaltene Kamera von Daguerre in der Sammlung zu besitzen und auch hier ausstellen zu können. Und das Bild, das wir hier sehen, das wurde mit dieser Kamera gemacht? Ob das nun genau die Kamera war, dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber ich nehme an, dass Daguerre sicherlich mit seinen eigenen Kameras fotografiert hat. Und dann können wir davon ausgehen, dass diese Fotografie von Daguerre auch mit einem ähnlichen Apparat aufgenommen wurde. Also es wirkt ja schon noch ein bisschen unscharf. War das mehr so ein Schnappschuss oder? Also von Schnappschüssen dürfen wir auch eigentlich in dieser Zeit gar nicht sprechen. Also wir müssen uns vor Augen halten und auch bewusst machen, dass das Fotografieren zu Zeiten Daguerres ein äußerst aufwendiger Prozess war. Also zunächst einmal musste die Negativplatte präpariert werden, was schon chemisch sehr aufwendig war. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Und dann wurde schließlich belichtet, die Platte. Auch da beißt sich eigentlich der Begriff des Schnappschusses, weil wir müssen uns hier Belichtungszeiten von 30 Minuten oder so vorstellen. Also es war wirklich ein äußerst aufwendiger Prozess. Und erst danach wurde dann die Platte auch wieder in der Dunkelkammer dann präpariert.
bis dann schließlich die fertige Daguerreotypie in den Händen lag. Also wir waren noch weit entfernt davon, dass man schnell einen flüchtigen Schnappschuss machen konnte. Und ab wann war es denn möglich, auch Leute zu fotografieren, die nicht eine halbe Stunde stillhalten möchten? Genau, also das will man ja auch niemandem zumuten, sich wirklich eine halbe Stunde nicht zu bewegen. Und dafür brauchte es in erster Linie ein wesentlich lichtstärkeres Objektiv, durch das sich dann die Belichtungszeiten verringern konnten. Und das setzte eigentlich gar nicht so viel nach den ersten Aufnahmen ein, nämlich bereits 1839-40. Entwickelte in Wien, Petzval hieß der Mann, ein erstes sehr lichtstarkes Objektiv, das 16 Mal stärker war als das, was beispielsweise Daguerre benutzt hat. Und vielleicht kurz zur Vorgeschichte dieses sogenannten Petzval-Objektiv. Es war so, dass man eigentlich bis 1839 ein Objektiv gar nicht mathematisch berechnen konnte. Also die Optiker haben damals mehr durch Herumprobieren ein leistungsstarkes Objektiv gebaut, aber es basierte eben nicht auf einer mathematischen Grundlage. Nun mit Beginn der Fotografie und als man merkte, welche große Nachfrage es auch gab, stieg natürlich der Wunsch, Objektive mathematisch zu berechnen, um dadurch auch eine industrielle Fertigung zu gewährleisten. Und daher wurde eben Petzval, ein Mathematikprofessor in Wien, beauftragt, eine solche Berechnung aufzustellen. Er tat das nicht allein, ihm halfen 11 Assistenten und bereits wenige Monate später konnte er erste Ergebnisse liefern. Und die gab er schließlich in die Hände des Optikers und Instrumentenbauers Voigtländer, auch in Wien. Und der baute schließlich das erste Objektiv nach Petzvals Berechnung und baute es in die sogenannte Ganzmetallkamera ein. Und mit dieser waren dann schließlich auch Porträtaufnahmen möglich und die Belichtungszeit verringerte sich auf wenige 45 Sekunden. Und hier sehen wir beispielsweise eines der ersten Porträts, die mit einer Voigtländer-Kamera aufgenommen wurde. Und wurde Fotografie damit auch schon gleich zum Massenphänomen oder hat das noch ein bisschen gedauert? Also vom Massenphänomen können wir noch nicht sprechen. Zum einen müssen wir uns vor Augen halten, dass die Ausrüstung damals noch sehr teuer und für viele eigentlich unerschwinglich war. Also vor allem solche Kameras wie die von Voigtländer waren wirkliche Sonderanfertigungen und Musterstücke, die wirklich sich nur sehr wenige Menschen leisten konnten. Und auf der anderen Seite war eben das chemische Verfahren auch noch so kompliziert, dass man wirklich chemische Grundlagenkenntnisse brauchte, um überhaupt Fotografien anfertigen zu können. Also es entwickelte sich natürlich dann schon peu à peu der Beruf des Fotografen, aber von einem Massenphänomen für die breite Masse können wir noch nicht sprechen. Dies änderte sich schließlich erst 1871, als man vom nassen Kollodiumverfahren weggehen konnte, denn es wurde das sogenannte trockene Gelatineverfahren entwickelt. Und ab diesem Zeitpunkt war es möglich, Negative auch lange Zeit vor der Belichtung vorzubereiten und somit auch industriell herzustellen. Das heißt, es gab Konzerne, die Negativplatten hergestellt haben und die Fotografen oder Fotografinnen konnten diese Platten käuflich erwerben und schließlich nur noch belichten. Aber entwickelt werden mussten die Negative immer noch selbst? Genau, meistens mussten sie selbst entwickelt werden, was natürlich auch ein großer chemischer Aufwand war und somit auch viele davon abhielt, selbst zu fotografieren. Aber dennoch, der Kreis der Amateure weitete sich aus und bis ungefähr zum Ersten Weltkrieg hielt man auch in Deutschland an den trockenen Gelatineverfahren und den Negativplatten aus Glas fest. Aber es gab bereits wesentlich früher eine sehr revolutionäre Entwicklung, und zwar in den USA durch George Eastman. Dieser entwickelte nämlich den sogenannten Rollfilm. Er arbeitete nicht mehr mit Glas, sondern mit Celluloid, ein biegsames Material. Und der Rollfilm ist wirklich so, wie wir ihn auch aus den Endjahren der analogen Fotografie kennen. Eine Patrone, in der sich der Negativstreifen befindet. Und dieser konnte schließlich in der Kamera belichtet werden und rollte sich dann nach der Belichtung in einer zweiten Spule wieder ein, sodass auch eine Entwicklung des Films unabhängig des Fotografen stattfinden konnte.
Also genau so, wie wir es in den 90ern auch noch kannten, dass ich meinen Film belichte, zum Drogeriemarkt bringe und später die entwickelten Bilder abholen kann. Genau, das war so ein bisschen die Grundidee von George Eastman. Wir kennen ihn vielleicht auch wesentlich besser durch den großen Firmennamen Kodak, denn das war nämlich seine Firma. Also er war der Gründer von Kodak und seine Idee war, das Fotografieren für alle möglich zu machen. Und er arbeitete mit dem Slogan "You press the button, we do the rest". Und er entwickelte eben für diesen ersten Rollfilm, Zelluloidfilm, auch eine erste Kamera, nämlich die sogenannte Kodak Boxkamera, die wir hier in der Vitrine sehen. Allerdings funktionierte es noch nicht ganz so, wie wir es selbst vielleicht noch erfahren haben, dass wir den Film, den belichteten Film, irgendwo hinbrachten und nur noch die Positivabzüge abholen mussten. Nein, im Fall der ersten Kodak-Kamera war es so, dass man die komplette Kamera nach Rochester schickte. Dort wurde der Film aus der Kamera entnommen, er wurde entwickelt, die Positivabzüge wurden hergestellt, ein neuer Film wurde in die Kamera eingelegt und alles zusammen wurde schließlich an den Besitzer oder die Besitzerin zurückgeschickt. Aber dennoch, das Grundprinzip, das wir selber kennen aus den Endphasen der analogen Fotografie, hat hier seine Anfänge. Und wann war es denn endlich soweit mit dem 35mm Film? Genau, also in den Anfängen des Rollfilms war das Format der Fotografien noch größer und man brauchte noch ungefähr 25 Jahre, bis dann das 35mm Format eingeführt wurde. Und die erste Kamera, die Leica 1 aus dem Jahr 1924, die haben wir hier auch in der Ausstellung und die können wir uns gerne nun anschauen. Sehr gerne. Also hier sehen wir nun die bereits erwähnte Leica aus dem Jahr 1924. Da kam sie auf den Markt. Und das Revolutionäre hier liegt wieder nicht so sehr in der Kamera auf den ersten Blick, sondern vielmehr im verwendeten Speichermedium. Also wir arbeiten immer noch mit einem Rollfilm, der eben auf George Eastman zurückgeht. Aber die große Veränderung besteht im Format der Fotografien. Denn hier wird zum ersten Mal das sogenannte 35mm Format, auch Kleinbildformat, in der Fotografie verwendet. Und Oskar Barnack, ein Mitarbeiter von Leitz, hatte die grandiose Idee, das damals bereits im Film verwendete Format auf die Fotografie zu übertragen. Denn seine Idee war folgende, dass umso kleiner das Bildformat, umso kleiner auch der Film und umso kleiner die Kamera. Das heißt, sie konnten nun eine sehr kleine und handliche Kamera entwickeln, die man auch gut mit nur einer Hand halten konnte und somit eine ganz freie Fotografie ermöglichte, die auch wirklich so ein bisschen aus der Hüfte kam und so ein bisschen auch zum Schnappschuss dann geeignet war. Also die konnte dann wirklich im Alltag schon sehr gut verwendet werden? Genau, man konnte diese Kamera im Alltag verwenden. Für Amateure war sie wirklich eine sehr beliebte Kamera. Aber das wesentlich Entscheidendere war, dass diese Kamera eine ganz neue Art der Fotografie ermöglichte, nämlich die sogenannte Pressefotografie. Sie hat wirklich ihren Ursprung in der Leica, da man mit ihr unbeobachtet fotografieren konnte, man konnte Schnappschüsse erstellen, man konnte wirklich aus dem Moment heraus fotografieren. Und das war natürlich für die illustrierte Presse gefundenes Fressen. Man konnte plötzlich die Zeitschrift mit zahlreichen Fotografien versehen und die Berichterstattung lief nicht mehr nur über das Wort und den Text, sondern zusehends auch über Bilder. Also es gab immer mehr Fotoreportagen und illustrierte Zeitungen, wie zum Beispiel das sehr bekannte Magazin Life, wären ohne die Leica undenkbar gewesen oder auch spätere Zeitschriften wie zum Beispiel der Stern. Und war es von der Art des Fotografierens auch schon so wie heute, dass ich mich eigentlich nur noch um meinen Bildausschnitt kümmern muss und die Kamera macht den Rest alleine? Nein, ganz so war es leider noch nicht. Man musste als Fotograf oder Fotografin doch noch sehr viele Einstellungen manuell vornehmen. Das heißt, die Blende musste selbst gewählt werden oder auch die Belichtungszeit. Aber man arbeitete daran, dass sich eben immer mehr vereinfachte. Und dann machen wir einen großen Sprung in die 70er Jahre und werden uns anschauen, wann es wirklich dann soweit war. Wir sind jetzt in den 70er Jahren schon angekommen und sehen hier in der Vitrine die Canon A1.
aus dem Jahr 1978 und es ist die erste Spiegelreflexkamera mit Programmautomatik. Also wir haben uns jetzt wirklich schon einer Kamera angenähert, wie wir sie heute kennen, in der sehr viel automatisch passiert. In der Canon N1 konnte man eben je nach Motiv, ob man ein Porträt aufnehmen wollte oder eine Landschaft, ein entsprechendes Programm wählen und die Kamera fand schließlich selbst zu ihren Einstellungen. Das heißt, die Belichtungszeit wurde entsprechend der Blende vorgenommen und auch heutige Selbstverständlichkeiten wie zum Beispiel das automatische Zuschalten eines Blitzes passierte einfach alles automatisch, was vorher undenkbar gewesen wäre. Jetzt sind wir aber immer noch analog. Hat nicht in den 70ern auch langsam mal die Digitalfotografie angefangen? Ja, in der Tat. Also die Anfänge der Digitalfotografien gehen auf die 70er Jahre zurück. Denn der Wunsch stieg, dass man das Bild eben nicht chemisch aufnimmt und fixiert. Also man wollte wegkommen von der Photochemie und das Bild auf elektronischem Wege speichern. Und die großen Fotokonzerne wie zum Beispiel Canon, Fuji, Kodak arbeiteten intensiv daran, eben eine digitale Bildspeicherung möglich zu machen. Doch sollte es schon noch bis ungefähr in die 90er Jahre dauern, bis es dann schließlich soweit war. Und ein prägendes Datum war das Jahr 1992, als schließlich auf der Fotokina, das war die größte Fachmesse für Kameratechnik weltweit, die ersten funktionierenden Digitalkameras vorgestellt wurden. Und einige davon finden wir auch hier in der Ausstellung, wie zum Beispiel eine sehr schöne Kooperation zwischen Nikon und Kodak. Da lieferte Kodak die Festplatte und Nikon die Kamera. Und mit der Kamera war es möglich, erstmals Fotografien im RAW-Format zu speichern und gleich auch zu verarbeiten. Und diese Kamera war vor allem für den Fotojournalismus gedacht. Vielen Dank, Stefanie, für diese historische Einordnung. Ja, sehr gerne. Jetzt hätte ich aber doch noch einige Fragen zur Technik. Und falls euch das auch interessiert, schaltet gerne beim nächsten M-Block-Video wieder ein. Ja, vielen Dank, Fabian, für deinen Besuch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig.